Eigentlich bin ich ja das unberechenbare Feuer. Oder wie haben Sie das genannt? Die lodernde Flamme. Ach ja, die lodernde Flamme. Ich weiß, Entschuldigung, ja. Aber der Verkehr. Ja, bitte. Aber ich habe auch die Pro- und Kontraliste dabei. Sehr gut. Dann fangen wir gleich damit an. Nennen Sie mir Momente in Ihrem Beziehungsalltag. Also, mir reichen da Stichworte. Ich dachte, Sie hätten auch was mitgebracht. Nein. Aber ich habe doch gesehen, du hast doch gestern auch was geschrieben. Habe ich alles im Kopf. Das ist typisch. Madame hat's nicht nötig. Madame braucht keine Regeln. Es geht ja hier nicht um Regeln, Petra. Wissen Sie, ich nehme das hier ernst. Ich bin wegen uns hier. Ich dachte, wir sind wegen uns hier. Ach, und wer von uns war pünktlich hier? Ich weiß, ich war zu spät, aber ich habe mich entschuldigt. Und ich wurde nicht mal begrüßt, als du hier reinkamst, so wie zum Beispiel der Herr Therapeut. Oh, Madame stand mal nicht im Mittelpunkt. Wie bitte? Es ist ja schön, dass wir reden, Kerstin und Petra, aber reden Sie doch miteinander. Wissen Sie, wenn wir Gäste haben, Madame schafft 10 Gläser Sekt in einer Viertelstunde. Ja, im Ernstfall auch mehr. Bis der Schalter umklappt und sie ist zu nichts mehr zu gebrauchen. Macht mir gar nichts. Ich kann eben auch mal locker lassen. Ich muss nicht immer alles unter Kontrolle haben. Oh, Kontrolle. Beherrschung. Ich gehe den Leuten um mich herum nicht immer auf den Keks mit meinen Gemütszuständen. Ich habe Hunger, ich habe Durst, mir ist kalt, ich brauche eine Zigarette. Sehen Sie, eigentlich ist sie die lodernde Flamme von uns beiden. Petra, was steht dann ganz oben als erstes auf Ihrer Liste? Oh, das tut mir jetzt sehr leid. Entschuldigen Sie mich kurz. Wie romantisch. Tja, meine Liste kann ich ja jetzt wohl weglegen. Aber du hast ja alles im Kopf, oder? Ja. Petra? Ja? Hast du... Ja, Entschuldigung. War das jetzt gerade... Ja, doch. Ich habe vielleicht doch nicht alles immer unter Kontrolle. Ich weiß. Und das mit der Beherrschung wäre für mich vielleicht... Auch nicht schlecht. Moment mal. Das war jetzt aber nicht ich. Du machst dich über mich lustig. Nein, ich wollte auch mal. Ich kann's nicht glauben. Das kannst du keinem erzählen. Das müssen wir ja auch nicht. Du Chaot. Du Kontrollfreak. Oh. Stört das, wenn ich kurz das Fenster aufmache? Mm-mm. Nur so ein kleines Stückchen.